Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Beim Online-Rang-Match mit von Löher Gameplays als Hobby mit allen Pokémon einmal durch. Jeweils zwei Kämpfe. Wir sind bei Skelabra angekommen und ja, wir fangen auch direkt an. Wir wählen uns Skelabra aus. Skelabra ist cool, macht Spaß. Muss man sich natürlich aber auch auskennen damit. Aber er macht wirklich Spaß auf jeden Fall. Und ist ein scheiß Gegner. Also als Gegner macht er nicht so viel Spaß. So, mal schauen, wen wir als Gegner haben. Wenn es schon wieder Sascha ist. Das gibt es nicht. Das gibt es doch echt nicht. Ja, wie viele Kämpfe ist es jetzt schon hintereinander, ey? Beim letzten Teil habe ich ja auch schon die letzten vier Kämpfe mit dem gehabt. Ja, der wundert sich doch bestimmt auch, warum nur wir zwei gegeneinander kämpfen müssen die ganze Zeit. Uiuiuiuiui. Uiuiui, jetzt ging er aber hier los. Na, immerhin trifft die Attacke. Okay, vielleicht gibt's ja wieder eine Retourrunde. Abwarten. Dann kann ich mich vielleicht nochmal revanchieren. Nächster Kampf. Mal kein Sascha. Aber trotzdem wieder Pikachu. Haben wir uns genug jetzt die Punkte hin und her geklaut, hä? Oh.
Mal jemand nur ins Lucci-Skriller oder sowas. Mit einem Dollarzeichen, okay. Mit Suicune, das ist natürlich auch wieder doof, aber gut. Schauen wir mal. Oh, Skelabra, das wird schon. Irgendwie, hoffe ich doch. Lass mal einen schönen Kronleuchter, Hu. Ach komm, warum darf der angreifen? Schade. Okay. Na gut, das war's mit Skelabra. Na, offensiv-defensiv war zwar ganz gut, aber hat wohl nicht gereicht. Level 31. Ich glaube, ich ging nicht ruhig genug an den Kampf. Man denkt immer da dran und will einfach Hauptsache draufhauen. es ist verkehrt, man muss sich echt Zeit lassen mit den Kämpfen. Glaube ich. Das habe ich bei Turtok gemerkt. So, jetzt haben wir auch so Ikun. Mal gucken, gegen wen wir kämpfen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt richtig ausspreche. Suicune? So, wen haben wir? Netzen oder Niesen, wie auch immer. Mit Schatten Mewtwo. Der wird auch irgendwie gern gespielt. Mit 11 Siegen. Gruppe E3. Hat wohl mit dem Schatten Mewtwo und hat wohl generell erst angefangen mit Online-Kämpfen. Mal schauen, er hat auf jeden Fall gute Chancen, denn mit Suicune habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ist ganz nett, aber irgendwie...
Ah, so geht die Attacke. Oh. Okay. Was ist, was sich Suicune immer so in Schale schmeißen, sich von seiner Schokoladenseite zeigen möchte? Überhaupt nicht eingebildetes Pokémon. Ich meine, cool ist es ja. Auf jeden Fall. Okay, das war ein schneller Kampf. Niesen! Sei mir nicht böse. Aber nur mal als, nebenbei als Tipp, mach dir nichts draus, dass du so schnell jetzt zum Beispiel verloren hast. Selbst ich verliere sehr viel. Haben wir ja schon gesehen jetzt bei den ganzen Teilen. Online ist immer was anderes als gegen Offline, als gegen Computer. Mach dir nichts draus. Du musst einige Spiele verlieren bei Online-Modus, um bei Online-Modus halt eben trainieren zu können. Weil Menschen sind einfach anders als Computer. Das ist einfach völliger Unterschied. Also, Kopf hoch und streng dich weiter an und dann wird das auch auf jeden Fall was. Nächster Gegner. Ich meine, mir kam das jetzt zugute, noch ein Sieg mehr. Das erfreut mich natürlich. Ich kann ja nicht nur irgendwie Niederlagen einsammeln. Ist ja auch blöd. Aber wenn man es neu anfängt bei Online-Kämpfen, hat man es auf jeden Fall nie wirklich leicht. Außer man kommt mit seinem Pokémon echt perfekt klar. Neue Herausforderung. Wen haben wir jetzt? Kann man schon wieder nicht aussprechen. Und Turtok. Schade. Und ich kann den Namen auch nicht reinschreiben auf YouTube. Das ist auch echt ärgerlich. Das heißt, die können sich niemals googeln. Das ist blöd. Das heißt, die kriegen niemals mit, wenn jemand gegen die kämpft und es hochstellt auf YouTube. Und können sich selber mal gucken. Auch wenn sie gewinnen, weil jeder sieht sich doch auch mal gern selber gewinnen. Ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber die hat schon ziemlich viele Siege. Also nehme ich mal, kennt sich mit Turtok aus. Okay. Oh, jetzt habe ich Helfer-Pokémon gedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht.
Okay. Ja, gegen Turtok ist irgendwie blöd, aber auch wenn der scheiße zu spielen ist, ist er irgendwie scheiße. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich über Turtok sagen soll. Das ist so echt eine Sache. So, Mikrofon gab man noch ein Stückchen zurück irgendwie, weil irgendwie war das doch ein bisschen noch zu laut, was ich da rede. Ein Glücksbonus. Meins ist immer das Beste. Hm. Stimmt nicht immer. Okay, das nächste Pokémon ist dran. Snipbunner! Wer sagt's denn? Ein Pokémon, was ich schon kenne. Okay, schauen wir mal, gegen wen wir kämpfen dürfen. Und ob man gewinnt. Der Netzen schon wieder. Mit seinen Schatten Mewtwo. Lieber Netzen, du solltest vielleicht auch vorher ein bisschen Erfahrung sammeln beim Online-Kampf, bevor du mit Schatten Mewtwo in einen Online-Kampf gehst. Weil viel Zeit zum Lernen hat man nicht mit Schatten Mewtwo, weil der halt eben schnell kaputt geht. Yeah. 1-0. Aber so zu spielen macht natürlich auch Spaß. Ach, wenn es nicht viel bringt, immerhin gibt es ein paar Pluspünktchen. Wow. Okay. 1-1. Aber Niesen lernt schon wohl schnell. Finde ich gut. Er muss sich ja auch mal behaupten dürfen. Ist wohl noch am Ausprobieren. Okay. 2-1. Wie gesagt, Niesen macht dir nichts draus, aber willkürlich jetzt irgendwelche Attacken drücken solltest du auch nicht. Denk mal an Greifattacken, wenn jemand sich blockt. Also, wie gesagt, ich persönlich finde sowieso immer scheiße, wenn er immer nur aus der Ferne, sag ich das mal, eine einzige Fernattacke macht die ganze Zeit. Das ist langweilig. Macht keinen guten Eindruck. Okay. Weiter geht's. Nächster Kampf. Der nächste bzw. letzte Kampf. Ein Kong-Gegner, yay. Round 1.
wollte schon sagen, wie, ich kann sogar noch eine zweite Runde Kommkampf anfangen. Oh, der Biddy mit 0 Siegen. Oh wei, okay. Wäre das einer, der mich verarschen will und einfach nur einen neuen Account angefangen hat? Ansonsten, falls du mir diesen Teil auf YouTube mal anschaust und du schaust ihn ganz an und siehst auch das mit Niesen und hörst auch, was ich zu dem gesagt habe, so gesehen, nimm dir das dann auch zu Herzen. Oh, ich hab grad losgelassen eigentlich. Oh, nicht schlecht. Hast du gut gemacht, Biddy. Mal gucken, ob du es auch halten kannst. So, 1-1. Sehr schön. 2-1. Mit den Bundern wieder 2 Siege reingeholt. Das finde ich gut. Okay. Oh, 5 Sterne Bewertung. Sehr schön. Ah ja, okay. Das war's. Wie gesagt, ich mache jetzt 2 Teile draus, weil sonst wird es wieder zu lang. Wir sind ja immerhin schon bei 24 Minuten, also von daher. Glücksbonus. Ein kariertes Hemd orange. Oh, sehr schön. Okay. Das heißt, das war's mit Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Lunar Gameplays als Hobby. Mit allen Pokémon Teil 5. Im nächsten Teil seht ihr dann Glurak, Nagrak und Schatten Mewtwo. Und ja, wenn es euch gefallen hat bis hierher, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht habt und mich noch nicht gekannt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf, hoffe ich doch. Und ja, viel Spaß noch auf YouTube, generell auch auf meinem Kanal, hoffentlich. Und vielleicht bis zu einem anderen Let's Play oder hier wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.